und unsere Reise geht weiter. Heute eine kleine Weltreise, wie Sie ja gemerkt haben. Wir gehen jetzt also nach Island und haben da eine ganz besondere, ja, vielleicht ist es eine Art stille Komödie. Auf jeden Fall ist es eine menschliche Komödie. Eine Komödie über menschliche Leidenschaften, große Sehnsüchte, über tiefe Verletzungen, aber vielleicht auch über kleine Hoffnungen. Der Film heißt Virgin Mountain und in gewissem Sinne steht dieser Virgin Mountain also jetzt auch hier neben mir, weil es ist ziemlich wörtlich zu verstehen, ein großer, wuchtiger, ein Berg, der aber immer noch Jungfrau ist, aus verschiedenen Gründen, über die wir noch reden wollen. Dieser Film aus Island ist inszeniert worden von einem Regisseur, der in Deutschland ganz gut bekannt wurde vor 10 Jahren mit Neu Albi Neu. Das war ein ganz guter Erfolg hier bei uns. Jetzt also sein Werk hier auf der Berlinale zu sehen, Virgin Mountain von Dago. Gurkari, die ich erstmal herzlich grüße. Hi, good to have you here. Hello. Hello. Und der Schauspieler, der also diesen Berg, diesen gewaltigen Berg spielt, ist in Island sehr gut bekannt, hat da auch eine eigene Comedy-Show und spielt und ist da wirklich den Leuten sehr vertraut, spielt hier hinreißend diese Hauptrolle Gunnar Jonsson. Hi, Gunnar. Hi. Gunnar, it's not very polite, I know that, but first of all, I would really like to know, how much do you weigh? 208. Yeah, kilos. Also, es ist nicht sehr höflich, sowas zuerst zu fragen, but it's important for the story to ask that, so that people can imagine how you are. Also 208 Kilo wiegt er. Und in diesem Film ist er eben dieser gewaltige Berg, der sehr einsam ist, der auch von keinem so richtig verstanden wird. Und ich wüsste gern von Dagur, er ist eine bekannte Figur in Island, ob du die Geschichte, die er eben ganz speziell für ihn ausgedacht hast, denn man braucht ja jemand, der 200 Kilo wiegt. So he's very well known in Iceland. So I could imagine that you really wrote this story for him, because we probably knew him before. He's quite famous there. And you need a guy with 208 kilos. Yeah, that's true. I mean, I saw Gunnar when he was a part of the comedy group that had a TV show. It was a very funny show, but like from the very first moment I saw him, I sort of developed this urge to see him play like a dramatic lead. And then I made some films in between, but it was always like lurking in the back of my mind to do a film with him. Then at some point I was waiting for an airplane at the airport in Iceland, and I was watching these small vehicles that drive the luggage, and then sort of the story just came to me, because I was fascinated by these small cars. They look like toy cars, and I got this idea for a character who that's sort of a symbol of his condition. He works driving these toy cars, and at home he also he hasn't really left his childhood. Yeah, also er sagt ja, er kannte ihn tatsächlich, hat ihn immer gesehen in dieser Comedy-Truppe, das war sehr lustig, aber eigentlich hatte er im Hinterkopf so den Gedanken, mit dem müsstest du mal eine dramatische Geschichte erzählen, der müsste die Hauptrolle spielen in einem dramatischen Film. Und dann hat er ein paar andere Filme gemacht, die ihn so ein bisschen dann vergessen, aber hat ihn im Hinterkopf und hat dann mal auf dem Flugplatz gesessen und diese kleinen Gefährte da gesehen, also die da arbeiten, dieser Ground Service, und das sind so komische Gefährte, sehen aus wie Spielzeugautos, und das dachte er, ist ja ein schöner Widerspruch, so jemand aus so ein Auto zu setzen. Das ist auch sein Job übrigens in diesem Film. Und jemand, der wiederum zu Hause ja auch mit Spielzeugen spielt, der hat da so eine große Platte, da stellt er Schlachten nach übrigens aus dem Zweiten Weltkrieg. Also er ist eigentlich ein Kind geblieben, sagt er nicht. Es ist eine kindliche Figur. And I think it's a very good word for that character. He's like a child. He's playing at home. He's very lonely. He understands has a girlfriend, a little girl in that house. He's like her on the same level. So could you describe a little bit your character? How did you like him? He's very special. He is very special. He's like playing this character was like being inside a sumo foam uniform. I wanted to get out of it and hurt someone, but I couldn't. So it was a giant heart. So you. Also er sagt, er hat sich gefühlt wie jemand, der so wie ein Sumo-Ringer aussieht. Es war sehr schwer, aber eben man versucht rauszukommen, also seine Gefühle zu zeigen. Und es war durchaus schwierig, diese Figur zu spielen, die eben dieses kindliche Gemüt ja hat. Da gibt es so kleine Mädchen im Haus, die er sehr mag. Er wird auf Arbeit auch sehr schlecht behandelt. Und er hat eben ein großes Problem eben auch. Er kann nicht erwachsen werden. He cannot grow up. He is still living with his very close relationship to his parents. They're really dominating him, the mother, of course, the mother. So could you describe a little bit for you, that character is so lonely, but we like him from the first moment on, and he's so strange, I have to say that, but we like him, we have really empathy for him. How did you create that?
yeah, it was, you know, I just wrote from intuition, you know. I was, you know, I was just fascinated by, like, portraying a character that, you know, at first sight, he seems like a simple man, but in fact, he is, he has, you know, a very pure wisdom, and he has courage, and he sort of exceeds your expectations for what you think he is. It's like a kind of a person, when you see him on the street, you immediately have some preconceptions about what this guy is, and I wanted to show that, you know, behind the surface there is like a, he's almost like a Zen monk to me, you know. He's like, he has some pure wisdom. So caring for people, I think. Also er sagt, es war eine Intuition, er hat, also irgendwie kam die in seinen Kopf hinein, diese Figur, und er wollte sie so schreiben, so entwickeln, dass wir so ein Gefühl haben, dass er ganz anders ist als das, was wir so sehen. Wenn wir ihn auf der Straße so sehen würden, hätten wir eine ganz andere Vorstellung von dieser Figur, würden sie vielleicht auch ein bisschen abstoßend finden. Aber hier ist es ja so, dass er ein ganz großes Herz hat, dass er um Leute kümmert, dass er sehr warmherzig ist, wie so ein Mönch, also ein Zen-Mönch, sagt er, also mit so einer inneren Kraft, die er hat. Und das hat ihn gereizt, also unsere Erwartungen zu unterlaufen. Und so, wie das gespielt wird, also von Gunnar, ist ja der Fussi, so heißt der Fussi, ist ja ganz reduziert. Also das fand ich interessant, wie sie ihn spielen. I found it very interesting, the way you're acting here, because it's very reduced. I mean, he cannot move very quickly, okay, but on the other, also your face, there's one moment, a great moment when you smile, and this is really like an explosion. So it was really amazing. So could you describe a little bit the way you worked with that character? Well, I had to dig really deep inside. Mm. And find peace, mm-hmm. and then hold back, not to let myself out, mm-hmm. because I was struggling with my ego, mm-hmm. as well as playing this character. It was really hard. Es war wirklich sehr schwer für ihn, diese Figur, betont er jetzt eben nochmal, zu spielen und eben eigentlich Dinge auch immer zurückzuhalten, also sie nicht einfach so rauszulassen, nicht rauszustoßen, sein Ich, also so eine gewisse Gefangenschaft zu halten. Nun hat er dann doch die große Freude, seine Mutter schenkt ihm einen Tanzkurs, Western-Tanz, das ist schon heftig. Und da lernt er endlich auch eine Frau kennen, weil dieses Virgin Mountain bedeutet ja, er ist eben eine Jungfrau, also ein großer, kräftiger Berg, auf den keine Frau steigen will, immer bei diesem Bild zu bleiben. Da entwickelt sich eine schöne Liebesgeschichte, eine great love story then with that woman. She seems to be very strong in the beginning, but then we can see that she's also hurt inside. There's something wrong, and I think that's very important for you to show that kind of solidarity between two outsiders here. This is true, and you know, for some reason, you know, once you start writing a story, the romantic aspect always comes up, and it's kind of irritating because from the moment you have like a boy meets girl, the story sort of goes on autopilot and sort of mm-hmm. tells itself, and it's predictable and uninteresting. So I couldn't really avoid the romantic story in it, but I really wanted to like do it with a twist, so that it's not the love story that you anticipate. It becomes like a different story, and in the end, it's not the love story that's important. It's like it's the growth of the main character, like a main character who takes a very small step, you know, on our scale, but on his scale, it's like a huge step. Also diese Liebesgeschichte, die sich dann eben doch entwickelt mit dieser Frau, sagte, das braucht man erstmal, klar braucht man eine romantische Liebesgeschichte irgendwie in so einer Geschichte, aber er wollte es eben nicht so normal erzählen. Wenn man das so ganz, ja, Boy meets Girl, dann wird das so Autopilot, sagt er so schön, dann läuft die Sache so von sich aus, das wollte er eben gerade nicht, er wollte auch hier die Erwartungen unterlaufen, er wollte etwas erzählen, was uns dann vielleicht doch überrascht in dieser Beziehung der beiden. Das funktioniert hier eben auch sehr gut, eben weil es so eine ganz überraschende Wendung auch gibt, die ich jetzt gar nicht verraten will, aber ich möchte gerne am Schluss noch wissen, so last question, Gunnar, to you, you are very famous comedian, people know you as a very funny person in Iceland, as far as I know. So now you are playing that very special and new character for you, a dramatic character. So what does it mean maybe for your career? Will it change now? Will a lot of people write now books for you, maybe in Iceland? I hope so. Yes, you would like to do that again? Yeah. But also more comedy. I feel better in comedy. Okay.
Also er würde schon auch weiter was machen, aber er fühlt sich in der Komödie sehr viel wohler. Dieser Film also läuft hier auf der Berlinale, ist auch noch mehrfach zu sehen. Das ist also, wo haben wir ihn? Hier ist er. Er läuft morgen um 20, also am Montag 22.30 Uhr im International, am Mittwoch um 18 Uhr im Kubix 8 und am Freitag um 12.30 Uhr, um 9.30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Der Film Virgin Mountain, der zeigt, da gibt es ja das schöne Wort in Berlin zu sagen, auf jeden Topf passt ein Deckel. In diesem Fall ist es ein sehr großer Topf und man bräuchte auch einen großen Deckel, auf jeden Fall einen Deckel, der dann eben letztlich passt. Und das zeigt dieser Film, es funktioniert dann irgendwann doch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Dagur Kari und bei Gunnar Jonsson, Schöpfer dieses Films. Thank you so much.